Der Forscher Josef von Fraunhofer, geboren 1787, hat uns die Sterne näher gebracht. Er gilt als Mitbegründer der modernen Optik. Denn es gelang ihm, Fernrohre in einer bis dahin unerreichten Qualität herzustellen. Seine wichtigste Entdeckung überdauerte sogar bis heute, die nach ihm benannten Fraunhofer'schen Linien. Sie ermöglichen es uns, einen Blick in den Weltraum zu werfen und zu verstehen, wie Sterne entstehen. Mit dem Ziel, bessere optische Linsen herzustellen, untersuchte Fraunhofer das Farbzerstreuungsvermögen von Glas. Er experimentierte mit verschiedenen Lichtquellen, zum Beispiel mit der Sonne. Fällt Sonnenlicht auf ein Prisma, erscheint ein bunter Farbbogen, das Spektrum. Fraunhofer entwickelte ein optisches Gerät, das Licht in seine Spektralfarben zerlegt. Mit diesem Spektrometer untersuchte er die Farben genauer. 1814 entdeckte er winzige, dunkle Linien. Mit ausgesprochener Genauigkeit vermaß und dokumentierte er 574 Linien. Sie sollten der Schlüssel zum Erfolg seiner Forschungsarbeiten werden. Mit den dunklen Linien hatte er feste Bezugsmarken gefunden, mit denen er die Lichtbrechung verschiedener Gläser messen konnte. Denn diese grenzten die Farben klar voneinander ab. Jetzt war es ihm möglich, hochwertiges, schlierenfreies Rohglas in konstanter Qualität herzustellen. Aus diesem fertigte er die besten Linsen. Damit konnte er die leistungsfähigsten und größten astronomischen Fernrohre seiner Zeit bauen. Mit nur 39 Jahren starb Fraunhofer. Die Qualität seiner Fernrohre und optischen Instrumente blieb noch jahrzehntelang unerreicht. Mit den Fraunhofer'schen Linien legte er den Grundstein für viele Bereiche der Physik und die moderne Astronomie. Nach seinem Tod versuchten andere Wissenschaftler, die Fraunhofer'schen Linien zu ergründen. Gelungen ist das erst 1860. Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen kamen dem Geheimnis auf die Spur. Durch das Verdampfen mineralischer Chemikalien erzeugten sie farbige Flammen. Bei der Untersuchung wurde klar, dass jede dieser Chemikalien ihren eigenen Fingerabdruck hinterlässt, in Form von Linien, ähnlich einem Strichcode. Einige dieser Strichcodes finden sich auch in den dunklen Linien des Sonnenspektrums. Die Forscher entdeckten dort unter anderem die Codes für Eisen und Natrium. Daraus schlossen sie, dass diese Mineralien auch auf der Sonne vorkommen müssen. Wie entstehen nun die dunklen Linien? Mittels Kernfusion erzeugt die Sonne eine unvorstellbare Menge Energie, die als Licht an die Oberfläche dringt. Dieses Licht wird dort von den chemischen Elementen absorbiert, also verschluckt. Dabei hinterlassen sie ihren charakteristischen Fingerabdruck in Form von schwarzen Linien im Sonnenspektrum. Man nennt sie deshalb Absorptionslinien. Für Natrium beispielsweise fehlen Teile von orangenem Licht, für Eisen Teile von blauem und grünem. Am Muster der Linien erkennen Astronomen heute, aus welchen Elementen sich die Materie eines Himmelskörpers zusammensetzt und welche Temperatur seine Gasatmosphäre hat. Sie ermitteln auch die Entfernung und Bewegungen von Sternen und ganzen Galaxien. Heute sind im Sonnenspektrum ca. 25.000 Absorptionslinien bekannt. Ihre Entdeckung war ein Meilenstein für die Wissenschaft, denn unser Wissen über das Weltall wird fast ausschließlich durch die Analyse des Lichts gewonnen. Dieses Wissen verdanken wir Josef von Fraunhofer, dem Wegbereiter der Spektralanalyse. Ohne seine Entdeckung wären wir in der Entwicklung der Physik niemals so weit gekommen, wie wir es heute sind.